Wollten wir da mal. Ja, was? Was ist da los? Ein dummer Mensch kann nichts dafür, oder? Ja. Ein intelligenter Mensch auch nicht. Dann frage ich euch, ein dummer Mensch, euch intelligenten Buben, hätte ich mal eine Frage an euch zu stellen. Ja, darf ich? Hm? Ja. Warum läuft der Hase über dem Weg? Weil es kommt. Na, die Frage ist so einfach. Na, ist zu schwer. Das möchte ich gar nicht beantworten können. Weißt du, warum er über den Weg läuft? Ganz einfach. Weil er auf die andere Seite will. Stimmt das? Das ist für die Antwort, weil es kommt. Na, also. wo liegt der Hase am wärmsten? Im Ofen. Im Ofen. Aber sie sollte. Stimmt's oder das? Weißt du, wo der Hase am wärmsten liegt? Im Ofen. In seinem Nest? In der Bratpfanne. Naja, der Ofen ist das gleiche, oder? Ungefähr. Und das soll mal die Dame nicht, dreh ich mal um, an den Männern mal eine Frage. Was? Achso, du bist der Waschsinn. Da liegt der Hund. Wie ist ein Ei und noch ein Ei? Mein Arsch kann man aufzeigen. Eine Frau. Bitte? Ein ganzer Sack voll. Stimmt das? Ich hab mir zugehört. Ach so. Ja. Wenn aber, Moment mal, Kinder. Wenn ein Ei und noch ein Ei ein ganzer Sack voll ist, wann ist dann der Mann eine Mark wert? Mit einem Euro sagt man heute nicht. Wann ist der Mann einen Euro wert? Sag's mal, ich weiß nicht. Jetzt verglaubt es. Moment, eben weil es so einfach ist, kommt keiner drauf. Wenn ein Ei und noch ein Ei, ein ganzer Sack voll ist, wann ist dann der Mann eine Mark wert? Wisst ihr wann? Wenn er uns so hat. Nein, wenn das Ei 50 Pfennig kostet. Wie viel ist, Moment, jeder zuhören. Hört mir genau zu. Wie viel ist eins? Und eins. Eins. Bitte? Eins. Du bist kein Rechner, habe ich schon gesehen. Eins und eins, ihr lieben guten Kindern. Meine Intelligenz. Sind alle auf die Waldorfschule gegangen. Eins und eins wird immer noch zwei bleiben, oder? Ach so! Na, Schenkelopfer! Das war Schenkelopfer! Nein, ich konnte mal, ich war okay! Sag mal eins! Komm her! Er ist überfordert! Ja, Ditches! 6 mal 6 ist 36. Und der Mann ist noch so fleißig. Und die Frauen sind niederlich, dann dachte ich, dann sowieso nichts. Wenn. Alles klar. Ausnahme mit dir natürlich. Kinder, am Zeugel sind wir alle per Du, das wisst ihr ja. Ne? Übrigens, ich bin der schöne Karl. Lange, wenn ich Karl zu dir suche, oder? Oder wenn ich Karl suche. Nein, ich war in München, hab den ersten Preis damals in der Schönheit und in Gitarre spielen. Kannst du Gitarre spielen? Doch. Ey, echt? Einer der besten, den es überhaupt gibt. Ich war in München, hab den ersten Preis gemacht, war allerdings bloß ganz alleine da. Ne? Habt ihr eine Gitarre dabei oder was? Nein. Du alles? Gott sei Dank. Nein, aber mein Herrgott, ihr könnt sie überall fragen. Die Leute, die mich kennen. Der Karl mit der Gitarre. Die besten Gitarristen, die es gibt. Ab Django Reinhardt. Hast du schon was von Django Reinhardt gehört? Scheiße. Django Reinhardt.